So. Hier haben wir ein paar Schwerter. Die könnten wir uns theoretisch nehmen. Aber eigentlich brauchen wir die nicht. Haben wir eigentlich in der letzten Folge, das weiß ich schon nicht mehr, haben wir da Sachen verkauft? Wir waren ja so überladen. Ja, sieht so aus. Aber wir sind trotzdem immer noch ziemlich voll. Wir brauchen endlich mal, wir haben doch nichts verkauft. Wir brauchen unbedingt Skiose. eine. Ja, brüll mir doch nicht so ins Ohr. Wir brauchen unbedingt eine Wohnung, damit wir das Zeug endlich mal ablegen können. Damit wir das nicht immer alles mit uns rumtragen müssen. So, hier wieder die Axt, die Wutra oder wie die hieß. Das konnte ich nicht mehr lesen. Blitzzauber bewirken neben normalen Schaden auch eine Senkung der Magika des Ziels. Dann standen da noch andere wichtige Sachen. Hier laufen Wachen rum. So, wir gehen jetzt einmal ein paar Sachen verkaufen. Hi. Vielleicht offenbare ich euch euer Schicksal ja ein andermal. Ja, das ist noch zu, verdammt. Handlesen. Wie spät ist es? Die machen, glaube ich, um 8 auf die Läden. Wir stehen hier halt mal bis um 9 rum. Also wir verkaufen jetzt Dinge. Und dann würde ich ganz gerne mal noch, weil wir eigentlich die Rotwardunen suchen wollten, würde ich mich gerne mal in der Taverne informieren, weil die ja manchmal Informationen haben, ob da jemand weiß, wo es hier eine Rotwardunen geben soll. Seht euch nur gründlich um. Ich bin sicher, ihr findet, wonach ihr sucht. Und wenn nicht, gebt mir einfach Bescheid. Ich habe noch alles steht zum Verkauf. Alles. Wenn ich eine Schwester hätte, würde ich sie euch im Handumdrehen verkaufen. Ich weiß, mein Freund. Oh, etwas hiervon, etwas davon. So, quatsch nicht so viel. Nehm meine Sachen entgegen, die ich nicht mehr brauche. Das da zum Beispiel. Die behalte ich. Das kann weg. Das kann weg. Das kann auch alles weg. Hut weg, Hut weg. Das kaiserliche Zeug brauchen wir auch alles nicht. Kultistenhandschuhe. Ach, das war das coole Zeug. Da würde ich gerne behalten. Finde ich einfach cool. Die haben wir an. Das sind... Irgendwas müssen ja noch unsere normalen Schuhe sein. Warum habe ich unsere Anti-Sachen nicht auf Favoriten? Mist, das müsste ich mir mal angewöhnen. Das mache ich mal noch schnell. Ach, geht nicht hier drin. Okay. Also ich glaube, das sind unsere, weil die sind verbessert. Das kann weg, das und das. Eigentlich kann das alles weg. Davon haben wir zwei, da können wir einen verkaufen. Redekunst verbessert auf 21. Den kann man auch dreimal wegtun. Die Stiefel können auch weg. Das kann weg und das kann weg. Sehen wir irgendwo... Nein, wie viel wir jetzt wiegen, sehen wir nirgendwo. Zaubertränke behalte ich alle. Bei Sonstiges können wir bestimmt noch was verkaufen. Irgend so ein Klumpatsch hier, zum Beispiel die Holzschale. Die braucht niemand. Die Schale. Den Trollschädel. Der ist eigentlich cool. Den würde ich mir dann gerne ins Haus stellen, wenn wir es haben. Ach was, hier gibt es noch 1000 Trollschädel, den verkaufe ich. Wolfspelz verarbeiten wir, das verarbeiten wir. Was man damit machen kann, weiß ich nicht, deswegen hebe ich die mal noch auf. So. Bitte kommt wieder. Ja. Oh, sorry. Wollte ich nicht. Geht zum Glück nicht kaputt. War also keine hochwertige Vase. Keine Ming-Vase oder so. So. Dann mal zur beflackten Meere. Wir hätten bei Lydia mal noch ein bisschen Zeug rausholen können aus dem Inventar. Und das verkaufen können, weil die haben wir doch auch so voll gestopft mit Zeug. Naja. Kommt da rein. Machen wir dann. Sagt Bescheid, wenn ihr etwas braucht. Dies oder ist setzt eine euch ans Feuer und ich schicke euch jemanden hinüber. Das Kaiservolk. Ja, yeah, danke. Falls schön. Ihr Arbeit braucht. Mir gefällt diese Arbeit ja ganz gut, aber ich bin reif für den Ruhestand. Ich trage mich mit dem Gedanken, die Schenke an Isolda zu verkaufen. Wie dem auch sei. Was braucht ihr? Ich möchte wissen. Alles, was stört. Wir holen
uns wieder. Nein. Lasst ich dachte, wissen, falls ihr sonst noch etwas benötigt. Ich dachte, wir können direkt nach einer Rotwardolin fragen. Ja, sei ruhig. Hi. Lust auf ein Nordsprichwort? Ja. Denkt ihr, ihr könntet Klinge an Klinge gegen mich antreten? Ihr würdet keine 6 Sekunden überleben. Ihr glaubt, dass ihr es mit mir aufnehmen könntet? Ihr müsst das Kämpfen wirklich lieben. Ihr hört euch an, als würdet ihr gegen etwas... Oh, der Typ, der stört mich beim Vorlesen. Halt's Maul. Psst. Wenn ihr nach einer Dame sucht, dann sucht ihr besser anderswo. Wenn Michael sie erst entdeckt, dann seht ihr sie nicht wieder. Ja, natürlich. Ein guter Rat zum Abschied. So, was haben wir hier oben? Nichts. Okay. Können wir auf die Balken? Nur so? Aus Spaß? Nö, wir fallen einfach durch. Sicherheitslage in Weißlauf ist furchtbar. Eine Schande ist das. Aha. Hm? Du bist doch eine Rotwardonin. Wusstet ihr, dass ein paar Alligr-Krieger nach einer Rotwardonin suchen? Seid ihr sicher? Ja. Oh nein. Sie haben mich gefunden? Ich brauche eure Hilfe. Bitte kommt mit mir. Ich muss euch unter 4 Augen sprechen. Schnell, okay. Kommt mit mir. Ja. Dann geh mal los. Los. Auf. Lydia, du darfst mitkommen, mach einfach die Augen zu. Lauf schneller, Mädchen. Los. Bleib doch nicht mitten auf der Treppe stehen. Was ist das denn für ein Verhalten? Für ein Benehmen, wollte ich eigentlich sagen. Also arbeitet ihr mit ihnen zusammen? Ihr glaubt, Nein. Ihr könnt mich mitnehmen? Wenn ihr mich auch nur berührt, wird euch das ein paar Finger kosten. Wie viele das genau? Das meine ich ernst. Ich schneide euch in Stücke. Schaffst du nicht. Dann wissen die Alikir also, wo ich bin? Was haben sie euch angeboten? Gold? Wie viele von ihnen kommen noch? Sagt es mir. Beruhigt euch, ich werde euch nichts tun. Sie haben mich gebeten, euch zu suchen. Nehmt das runter, bevor ihr euch noch wehtut. Sie haben mich gebeten, nach euch zu suchen. Wir sagen mal freundlich die Wahrheit. Ihr dürft es ihnen nicht sagen. Bitte, ich brauche eure Hilfe. Und es gibt hier in der Stadt niemanden, dem ich vertrauen kann. Vielleicht, was wollt ihr? Vielleicht, wenn es etwas dabei zu verdienen gibt. Ja, wir sind mal ganz ungentlemanhaft und machen das für Geld. Das wird es. Dessen könnt ihr sicher sein. Gut gekauft. Ich bin nicht die, für die die Leute von Weißlauf mich halten. Mein wahrer Name ist Iman. Ich bin eine Adlige aus dem Haus Suda in Hammerfell. Die Männer, die nach mir suchen, die Alikir, sind Assassinen im Dienst des Altmiri-Bundes. Sie möchten mein Blut gegen Gold eintauschen. Ihr müsst sie für mich aufspüren und vertreiben, bevor sie mich finden und nach Hammerfell zurückschleppen, um mich hinrichten zu lassen. Wie soll ich sie loswerden? Sie sind Söldner. Sie sind nur auf das Geld aus. Angeführt werden sie von einem Mann namens Kematu. Wenn ihr ihn loswerdet, werden alle anderen auseinanderlaufen. Ich wage es nicht, mein Gesicht zu zeigen und womöglich erkannt zu werden. Also müsst ihr herausfinden, wo sie sind. Habt ihr irgendwelche Vorschläge, wie ich sie finden kann? Weil du scheinst ja viel darüber zu wissen. Ich habe gehört, einer von ihnen wurde gerade verhaftet, als er sich in die Stadt schleichen wollte. Wenn er ins Gefängnis kommt, könnt ihr es vielleicht aus ihm rausholen. Ich weiß, ich bitte euch um etwas Schwieriges, vielleicht sogar Gefährliches. Aber ich weiß einfach nicht, wem ich sonst trauen könnte. Sprich mit den Gefangenen, mit dem Gefangenen der Alkir oder berichte den Alkir von Sadias Aufenthaltsort. Warum habt ihr euch nicht an die Wachen... Kann der Typ mal aufhören zu singen? Warum habt ihr euch nicht an die Wachen gewandt? Glaubt ihr, ich würde mich verstecken, wenn ich den Stadtwachen zutrauen würde, dass sie damit fertig werden? Nö. Diese Männer sind skrupellos. Gerissen, hinterlistig. Sie bestechen, wen sie können. Ich kann ihr in Weißlauf einfach niemandem vertrauen. Wächter und Jarl können gekauft werden. Und die Alikir sind nahe. Mir wird die Zeit knapp. Also habe ich mich entschlossen, euch zu vertrauen. Das ist nett. Kommt zu mir, sobald die Alikir erledigt sind. Jupp. Hier, super Hirschfell, riesengroß. Wir helfen der.
Nur ich darf Blut gegen Geld eintauschen, nicht die. Also die allen hier, oder wie die heißen. Spielt er jetzt Trommel? Tatsächlich. Okay, dann kümmern wir uns zuerst um die alle hier. Ich weiß schon gar nicht mehr, was wir eigentlich machen wollten. Ach doch, ich weiß es wieder. Wir wollten eigentlich uns um das Problem mit den Magiern kümmern für die Gefährten. Mein liebster Saufkumpan. Ja. Ein wenig mit. Ja, weil wir schon so oft zusammen getrunken haben. Okay, wir gehen also jetzt das Gefängnis suchen. Ich weiß, dass es irgendwo hier oben ist, aber ich weiß nicht genau, wo der Eingang dazu ist. Ich glaube, der ist nämlich nicht im Schloss. Ich bin mir aber nicht sicher. Schwimmt da unten was? Da unten schwimmt jemand. Totes. Ein Fisch. Und noch ein Fisch. Ja, dieser Mann ist tot. Los, mein Freund, schwimm mal an den Rand. Du bist schon bis auf die Knochen durchgeweicht. Es kann nicht gut sein, so lange im Wasser zu sein. Komm her. Raus mit dir. Nein, du sollst rauskommen. Los jetzt. Gib mir deinen Fuß, ich zieh dich raus. Dann halt nicht. Geh halt duschen. Lydia, guck dir das nicht an. So, Nordranken nehmen wir mit. Noch ein bisschen Lachs nehmen wir mit. Hier noch so ein Geplöppel. Okay, wir sollten aber jetzt nicht weiter hier Sachen zusammensammeln. Lydia? Ach, da. So, der Eingang ist, glaube ich, hinten. Ich war schon einige Mal in anderen Spielständen im Gefängnis, aber ich bin immer ausgebrochen. Und deswegen kenne ich den Eingang eigentlich nicht. Aber hier ist der Kerker. Danken wir der Minimap, dass sie uns immer zeigt, wo wir hin müssen, wenn wir es nicht wirklich wissen. Guten Tag. Darf ich da rein? Ah, wartet! Ich kenne euch. Ach, doch. Verdammt. Nö. Verdammt. Dann gehe ich mal. Ja, denke ich aber auch. Okay. Wir dürfen hier rein. Lydia, komm mit. Wir machen die Tür zu. Hallo. Was guckt ihr denn so? Ich muss Kimatu finden. Wo versteckt er sich? Und was machst du mit deinem Bein? Ihr wünscht also euren Tod? Wenn ihr diesen Namen kennt, müsst ihr wissen, dass eine Begegnung mit ihm euer Ende bedeuten würde. Wie es scheint, brauchen wir beide etwas Bestimmtes, mein Freund. Vielleicht sollten wir einander helfen. Was braucht ihr? Ich nehme an, die Freiheit. Ich habe meine Brüder durch meine Gefangennahme entehrt. Also haben sie mich hier gelassen. Mein Leben bei den Alikir ist nun vorbei. Aber ich habe nicht vor, in diesem gottverlassenen Land zu sterben. Wenn ich aus dem Gefängnis kommen kann, fange ich ein neues Leben an. Wenn ihr das in die Wege leitet, verrate ich euch, was ihr wissen wollt. Wie hoch ist eure Strafe? Warum hat man euch hier zurückgelassen? Weil ich so ungeschickt war, mich festnehmen zu lassen. Kematu sagt immer, wir sollen die Besten der Besten sein. Ich war es nicht. Mhm. Sieht man. Wie hoch ist deine Strafe? 100 Goldstücke würden für meine Freilassung reichen. Das könnt ihr euch doch leisten, oder? Wenn ihr die Information wirklich wollt, solltet ihr hoffen, dass dem so ist. Sorgt dafür, dass das Geld in den Händen einer dieser Wachen landet. Und ich verrate euch, was ihr wissen wollt. Okay. Bis zum nächsten Mal. Wir können uns das schon leisten. Ich frage mich nur, ob wir den nicht irgendwie anders da rausholen können. Nanu? Oh, wartet. Hi. Nö. Ich kenne euch doch. Nö, da liegt ein Toter. Okay, ich glaube, wir müssen bezahlen. Hi. Wartet! Ich kenne euch doch. Ich habe die Befürchtung, wir können... Bis zum nächsten Mal. Wir können ja niemanden bezahlen, solange die uns suchen. Wartet! Ich kenne euch doch. Bis zum nächsten Mal. Ich glaube fast, wir müssen uns gefangen nehmen lassen.
Verdammt. Weil wir niemanden bezahlen können. Wartet! Ich kenne euch doch. Es ist ganz sicher kein Fehler. Ihr seid ein gesuchter Mann und jetzt werdet ihr für eure Verbrechen bezahlen. Ach, okay. Ich bin der Tarnherr des Jahres. Ich befehle euch, mich sofort gehen zu lassen. Dafür habe ich keine Zeit, ihr etwa. Wir können selbst bezahlen, ins Gefängnis gehen oder kämpfen. Sag mal, wir sind der Tane. Oh, vergebt mir, Tane. Ich hatte euch nicht erkannt. Ja, ich weiß, ich sehe krank aus. Wir tun so, als hätten wir nichts gesehen. Aber selbst der Einfluss des Jarl hat seine Grenzen. Passt nächstes Mal etwas besser auf. Ja, okay. So, können wir jetzt... Die Wachen haben über euch gesprochen und behauptet, dass ihr ein Drachenblut seid. Aber das ist doch gar nicht möglich. Natürlich ist das möglich. So, ich möchte die Strafe des Gefangenen bitte bezahlen. Ich muss. Geht in Ordnung. Und dann sagt ihm auch gleich, dass er sich von der Stadt fernhalten soll. Mach ich. Schließt du auf oder soll ich das übernehmen? Hätten wir das... Nein, wir brauchen dafür einen Schlüssel. Los, mach auf, klotz nicht so lang. Hallo? Schließ auf. Los. Hi. Kann ich... Das schließt nicht auf. Natürlich nicht. Warum auch? Schließt du auf? Ihr seid zusammen mit den Gefährten gesehen worden. Das nenne ich eine wirklich ehrenwerte Gesellschaft. Können wir denn hier jemanden bestehlen? Ich meine, wir haben jetzt bezahlt. Was guckt ihr denn so? Ach so, okay. Wir sollten uns darüber unterhalten, wie wir uns gegenseitig behilflich sein können. Ihr kauft mir einen Weg hier raus und ich sage euch, was ihr wissen wollt. Euer Bußgeld wurde bezahlt, jetzt erzählt mir was von Kematu. Nun denn, ihr findet Kematu im Schwindlernest, einer unscheinbaren kleinen Höhle, westlich von Weißlauf. Euch ist doch klar, dass ihr diesen Ort nicht lebend verlassen werdet. Sie werden euch töten. Aber das ist euer Problem. Nicht meines. Wache! Mein Bußgeld wurde bezahlt, also bin ich gefälligst frei! Okay, jetzt schließen die erst auf. Können wir was mitnehmen? Nö. Wir könnten da drin zwar... Nicht sehr gut. Habt ihr etwas gesagt? Ich sagte, mein Bußgeld wurde bezahlt, also lasst mich jetzt hier raus! Ja, ja. Oh, ich scheine meine Schlüssel verloren zu haben. Könnte eine Weile dauern, sie wiederzufinden. Bleibt einfach hier. Ich werde mich schon darum kümmern. Seid verflucht. Nur mal so, der hat den Schlüssel. Okay. Der kann da ruhig drin bleiben. Hier ist nichts. Das ist auch leer. Und das ist auch leer. Okay. Ja, wir können da drin zwar sterben, aber wir haben die Macht des Speichern und des Ladens. Also macht uns das gar nichts. Jetzt muss ich nur mal gucken. Wir haben jetzt... wo steht das? Das ist das nicht. Das ist das mit den Hexen. Das müssen wir noch machen. Und das ist die Kematu-Aufgabe. Und hier haben wir gerade nichts. Jetzt mal gucken. Wir sind hier. Das ist Kematu und das sind diese Magier. Und die regen sich im Weißlauf ehrlich darüber auf, dass sie so weit weg sind. Also, da müssten sie doch, was ist das? Da müsste sich doch Rorikstadt eher Sorgen drum machen. Aber gut. Wir gehen jetzt wieder runter. Verkaufen dann noch ein paar Sachen, die, glaube ich, noch... Erinnere ich mich. Ihr seid doch das neue Mitglied der Gefährten. Ja. Und was macht ihr da so? Met trinken. Wir verkaufen noch ein paar Sachen von Lydia. Und dann werden wir mal losziehen. Ja, sogar euer Leben. Und wir müssen dem Typ mal irgendwann noch zuhören. Könnt ihr mein Vater sein? Weniger als was? Warum soll ich dein Vater sein? Mein Herr, habt ihr eine Münze übrig? Warum bettelst du? Brenuin hat gesagt, dass ich das machen soll.
Er ist der Einzige, der nett zu mir war seit Mama, seit sie gestorben ist. Meine Tante und mein Onkel haben unseren Hof übernommen und mich rausgeschmissen. Sie haben gesagt, dass ich zu nichts nütze bin. Und jetzt bin ich hier. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich vermisse meine Mama so sehr. Was? Nein, wir können euch jetzt noch niemanden adoptieren. Wir haben nicht mal ein Haus. Nehmen wir erstmal das Geldstück. Oh, vielen Dank. Mögen die Göttlichen euer gütiges Herz segnen. So, pass auf, aber nicht alles auf einmal. Ihr wird nicht rumgetrödelt. Ja, ja, lauf dich aufzuregen. Ihr seht etwas krank aus.